Aaron arbeitet als IT-Architekt in Australien und ich selbst arbeite für unsere Softwarefirma Vast Limits. Nur wirklich in aller Kürze, unser Hauptprodukt ist, nennt sich Uber Agent, ist ein User Experience Monitoring und Analytics Produkt, was auf Splunk basiert. Das zeigt einem unter anderem jetzt, was bei Citrix-Umgebung extrem interessant ist, warum die Long-On-Zeiten meistens länger sind, als man sie haben will, was da passiert und noch ganz viele andere Dinge. Aber das ist natürlich nicht Thema des heutigen Vortrags. Bevor es richtig losgeht, ganz bisschen Werbung, aber mehr oder weniger uneigennützig. Ich habe mit meinem Partner hier, Tim Brochers, der da auch hinten sitzt, eine kleine Community gestartet bei uns in der Kölner Gegend. Nennt sich VCNRW, Virtualization Community NRW. Und wir machen regelmäßig abendliche Treffen, wo wir immer einen oder manchmal auch zwei Referenten einladen, die dann immer zu einem bestimmten Thema da einen Vortrag halten. Anschließend wird diskutiert und dann dabei essen wir noch was und gibt, wer Lust hat, wer will, auch kann auch ein Bierchen trinken. Ist also ganz entspannt und nett und man kann sich austauschen, Leute kennenlernen. Und das nächste Mal treffen wir uns halt am 15.09. in Köln. Referenten sind zwei recht bekannte Namen aus der Citrix-Welt, Jim Moyle und Andy Wood aus England. Ja, also jeder ist herzlich eingeladen. Reservieren ganz oder anmelden einfach unter vcnrw.de. Gut, jetzt zum eigentlichen Thema. Wenn wir über Performance nachdenken, das ist ja ein Thema, was oft hinten runterfällt, weil es unter anderem ja auch Geld kostet. Wenn ich schnellere Maschinen kaufe oder mehr Maschinen, dann kostet das natürlich erstmal mehr Geld. Hier ist jetzt eine ganz simple Beispielrechnung, dass mir eine schlechte Performance, dass mich die einfach auch Geld kostet. Nicht kosten kann, sondern kosten wird oder kosten tut in der Praxis. Hier hat Aaron mal einfach in australischen Dollars gerechnet, aber er hatte da ein praktisches Beispiel bei einem von deren Kunden, das war so ein mittelständisch größeres Unternehmen, die haben da in einem Projekt die Anmeldezeiten um 25 Sekunden reduziert, was sich dann letztendlich auf 78.000 australische Dollar pro Jahr an Einsparungen umgerechnet hat, weil die Leute einfach weniger warten mussten und mehr arbeiten konnten. Also das ist nicht nur ein Thema, was irgendwie nice to have ist, sondern es ist einfach auch ein Thema, das das Business interessieren sollte. So, gucken wir uns zunächst mal an, was im Titelthema war das der Begriff Enterprise Desktop. Gucken wir uns einfach mal an, was aus unserer Sicht ein Enterprise Desktop eigentlich ist. So, das sind, so wie wir das sehen, sind das entweder traditionelle PCs, Fat Clients oder Laptops oder halt die virtualisierte Variante im Rechenzentrum, dann halt über Citrix Zenab oder Zen Desktop oder alternativer Zugriff über RDS und so weiter. Dass man das halt zentralisiert hat, aber es kommt mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Auf einem Enterprise Desktop läuft Windows. Das dürfte wahrscheinlich in 99,99% der Fälle so sein, außer ein paar geekigen Silicon Valley Startup-Firmen, die Macs benutzen, aber sonst ist das Windows. Die sind typischerweise Mitglied einer Active Directory-Domäne. Es werden sehr oft, jetzt im Fall von PCs, bei Zenab hoffentlich auch, standardisierte Images vom Admin erstellt und verwaltet. Glücklicherweise oder auch in den meisten Fällen haben wir hoffentlich heutzutage eingeschränkte Benutzerrechte für die typischen normalen Mitarbeiter und gegebenenfalls ist die Oberfläche ein bisschen eingeschränkt, dass der Benutzer nicht ganz so viel rumspielen kann. Dann gibt es typischerweise im Netzwerk einen oder mehrere File-Server, wo Daten liegen, wo die ausschließlich zur Datenablage genutzt werden sollen, die dann im SMB zugegriffen werden. Das ist dann oft ein Heimatverzeih, das ist ein Home Directory und ein oder mehrere Gruppenlaufwerke. Typischerweise sind die Ressourcen, die verwendet werden, on-premises, wie Neudeutsch, also im Firmenrechenzentrum und relativ wenig noch heutzutage in der Cloud, wobei natürlich Cloud ein großes Thema ist, aber das meiste, was wir so sehen in der Praxis, ist noch sehr viel, also gerade in Deutschland sehr viel von der Firma selbst betrieben noch. Dann müssen Changes und Updates typischerweise vom Administrator eingepflegt, genehmigt werden. Da gibt es meistens hoffentlich einen Change-Prozess. Und schlussendlich wird die Netzwerksicherheit oft so gesehen, dass das Firmennetz der heilige Gral ist und sicher ist
und das Internet das große böse Ding ist. Darüber kann sich sehr streiten, ob das Firmennetz tatsächlich per Definition als sicherer behandelt werden sollte. Ich bin der Meinung, es sollte genau das Gegenteil sein, dass alles, was im Firmennetz passiert, per Definition als unsicher einzustufen ist. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Vortrag. So, und was haben wir denn eigentlich so an Software auf dem typischen Enterprise-Desktop hier, der Software-Stack, mal ganz kurz so durchgehechelt. Wir haben irgendwelchen Kram, Sicherheitskram, nenne ich es mal. Ein bisschen despektierlich, weil ich kein großer Fan von diesen Produkten bin, weil die technisch meistens ein bisschen unsauber sind. In vielen Fällen, da gab es gerade letztlich einige Nachrichten, Sicherheitslücken aufreißen, dass also mir der Virenscanner eigentlich die Lücke erst schafft, über die ein Angriff möglich ist, aber auch ein anderes Thema hier. Naja, also da habe ich ein oder mehrere Produkte, manche haben DLP-Agents, Antivirus-Produkte hin und her, so mehrere, ganze Suite da. Dann brauche ich natürlich irgendwas, um Anwendungen zu verteilen, also irgendeine Art von Softwareverteilung und Softwaremanagement, ist auch wieder ein oder mehrere Agents, in vielen Fällen jedenfalls involviert. Dann, die allermeisten Firmen machen sehr, sehr viel mit Gruppenrichtlinien, sodass ich da natürlich auch, das ist auch ein wichtiger Teil des Software-Stacks ist. Dann gibt es in manchen Fällen sowas wie User-Environment-Management. Im einfachsten Fall ist das ein Roaming-Profile. Im etwas hochwertigeren Fall ist das eine Firma wie RES hier oder gibt es noch ein, zwei andere, die da natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten. Dann Teil meines Software-Stacks ist dann sehr oft so Runtime-Kram und so weiter, das Zusatzzeug wie ein Agent für die Anwendungsvirtualisierung, vielleicht hat man App-V im Einsatz, dann hat man oft .NET Runtimes, vielleicht Flash und gibt es Silverlight, gab es ja auch eine Zeit lang, ich hoffe, das benutzt keiner mehr, und eine ganze Reihe von weiteren Runtimes, Agents und Kram, der einfach da ist. Dann haben wir vielleicht was um auf einen VPN-Client, wir haben vielleicht einen Citrix Receiver, wir haben der View-Client und so weiter. Schließlich haben wir hoffentlich ein Monitoring-Tool, dass man irgendwie mitkriegt, was auf dem Maschinchen überhaupt irgendwie so vorgeht. Ich habe da natürlich einen Vorschlag, wenn jemand Fragen hätte. So, und all das Zeug, was wir hier gesehen haben, das bringt dem Nutzer ja nichts. Der Nutzer will das nicht, der sieht das hoffentlich auch nicht besonders oft. All das ist dafür da, dass der Benutzer seine eigentlichen Produktivitäts-Apps hoffentlich gut und schnell und problemlos verwenden kann. So, Rekapitulation. Die letzten zwei Jahre habe ich mit Aaron Parker und Sean Best zusammen zwei Vorträge entwickelt. Da ging es darum, da haben wir uns über Ordnerumleitung unterhalten und gezeigt, was für Einflüsse Ordnerumleitung haben kann auf die User Experience, auf die Performance von ganz normalen Anwendungen, ganz normalen Dinge, die jeder jeden Tag verwendet. Hier, das ist einfach nur mal so ein paar Sekündchen, mal so eine der Ergebnisse. Bei Ordnerumleitung ist es ja so, dass zum Beispiel Anwendungsdaten, also ein bestimmter Teil aus dem Benutzerprofil auf den File-Server umgeleitet wird. Und jedes Mal, wenn eine Anwendung halt auf Anwendungsdaten zugreifen will, eine Datei lesen will, eine Datei schreiben will, dann muss eine Netzwerkverbindung hergestellt werden und natürlich der File-Server entsprechend antworten. Was passiert jetzt, wenn der File-Server vielleicht mal einen kurzen Schluck auf hat und mal eben nicht antwortet? Hier ganz simples Beispiel, was hier jetzt gleich passiert, ich habe es noch nicht gestartet, ist hier klicken wir bei einem normalen Windows 7 Desktop auf Start und tippen zwar der Buchstaben ins Suchfeld ein. Und zwar für eine lokal installierte, also für eine Windows, ich will nach einem Event-Viewer suchen. Der ist ja bei Windows mit dabei, nichts, was im Netzwerk ist, alles ganz publik Standard. Und wenn der File-Server jetzt langsam ist, dann sieht das Ganze so aus. So, Klick, jetzt gleich kommt zwar der Buchstaben, EV, und jetzt genießt mal die User Experience, die sich hier dem Endbenutzer bietet. Überhaupt nicht cool, das ist richtig kacke. Und das ist halt leider sehr häufig, dass sowas in der Praxis mal passiert und der Admin kriegt sowas niemals mit, wenn nicht die Benutzer wirklich Helpdesk-Calls aufmachen und dem quasi aufs Dach steigen. Und das Problem natürlich ist dann, ja, jetzt nach irgendwie 10, 15 Sekunden kommt dann eine Antwort, schick. Das Problem ist dann natürlich, wenn dann der Admin sich vom Helpdesk macht ein Ticket auf, der Admin guckt sie da so irgendwie zwei Stunden später an, dann ist der Fall zwar vielleicht wieder schnell, weil der vielleicht nochmal temporär einen Virenscan gemacht hat in der Arbeitszeit, was natürlich auch nicht sein sollte, aber ja, und das ist alles wieder gut, Admin klickt da rum, alles ist schnell, ja, kann ich nichts machen, Pech gehabt. So, okay, so, dann steigen wir eigentlich mal
mit dem Hauptthema hier an, wenn wir uns User Experience anschauen. Was ist das überhaupt? User Experience hat zwei wesentliche Aspekte. Der eine ist Design und der andere ist Performance. Design ist natürlich, also beide sind essentiell, ganz extrem wichtig. Design ist allerdings was, was eher Anwendungsentwickler betrifft. Also wie gestalte ich eine App, dass die benutzerfreundlich ist, dass der Benutzer schnell durchkommt mit seinen Aufgaben und so weiter und so fort. Hier, ich nehme an, die meisten von euch sind Infrastrukturleute, also entwickeln keine Software, sondern betreiben Software. Deswegen interessiert uns dann hauptsächlich der zweite Aspekt, halt Performance. Wie kriege ich die Anwendungen so zum Benutzer und lass sie so laufen, dass der Benutzer optimal arbeiten kann. Und das heißt unter anderem halt schnell arbeiten kann. So, und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ist eigentlich gute User Experience? Es gibt da zwei Ansätze im Prinzip. Das eine ist die Perceived Performance, also die subjektiv wahrgenommene, die gefühlte Geschwindigkeit. So. Und da tut Software seit vielen Jahren schon einiges, um das dem Benutzer vorzugaukeln, es sei schneller, als es in der Praxis wirklich ist. Jeder kennt von Anwendungen Splash Screens, zeigen so populäre Apps wie Word zum Beispiel. Ich klicke auf Word, dann kommt nur so ein kleines Pop-Up-Ding. Neuerdings in der neuesten Version kommt auch schon irgendwie eine Animation, so Pünktchen, die sich bewegen und sowas. Als Benutzer vorgaukelt in die Anwendung, tut ganz wilde Dinge und gibt mir ein Feedback und subjektiv denke ich, ja, ist gut, die tut was und so. Und dann irgendwann später kommt dann, je nach Leistungsfähigkeit des Rechners, kommt da vielleicht 5 oder 10 oder 30 Sekunden später das eigentliche Programm. Eigentlich kann ich es dann arbeiten. Aber ich habe ja vorher schon was gesehen und bin so halbwegs zufrieden, hoffentlich. Oder Windows selber macht das ja auch mindestens seit XP, dass die Anmeldung, wenn ich künstlich quasi beschleunigt wird, das Profil wird geladen, Kompetenzen werden verarbeitet und dann wird schon der Desktop angezeigt. Und die Anmeldung ist noch längst nicht fertig. Während der Desktop zu sehen ist, werden im Hintergrund noch alle möglichen Sachen konfiguriert und getan und gemacht. Und wenn man einen etwas langsameren Rechner hat, wird man merken bzw. wissen, dass es sich nicht lohnt, irgendwo drauf zu klicken, vielleicht lohnt es sich erstmal einen Kaffee zu holen und dann kann man anfangen zu arbeiten. Und dann, das ist Perceived Performance. Und echte Performance ist natürlich, ich messe in Sekunden oder mit irgendwelchen Tools, anhand irgendwelcher Metriken, wie lange dauert es effektiv, eine Anwendung zu starten, Nutzer anzumelden oder was auch immer. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, was ist denn jetzt eine gute Antwortzeit einer Software? Ist es gut, einfach ganz objektiv und wissenschaftlich überlegt, ist es gut, wenn eine Software in einer Sekunde antwortet oder in fünf? Oder wann wird es schlecht? Da gab es ein ganz pfiffiges Kerlchen, Jacob Nielsen, der hat Anfang der 90er Untersuchungen an Software auch durchgeführt, die, denke ich, immer noch gelten. Und der hat da drei Grenzen anhand empirischer Untersuchungen mit echten Menschen und echter Software hat er da drei Grenzen festgestellt. Und zwar alles, was schneller als 100 Millisekunden ist, also der Benutzer klickt auf einen Button zum Beispiel und die Reaktion kommt dann mal in 80 Millisekunden, das wird vom Benutzer als sofort wahrgenommen. Also keine Verzögerung überhaupt. Das ist das, was man haben will. Das ist die Zeit, in der alle Anwendungen bei jedem einzelnen Klick reagieren sollten. Das ist natürlich in der Praxis nicht der Fall. Das ist ganz klar. Aber das ist das Ziel, das man haben sollte. Jetzt die zweite Grenze ist eine Sekunde. So, alles, was schneller als eine Sekunde ist, das wird vom Benutzer bemerkt. Ich klicke irgendwo und wenn es eine Dreiviertelsekunde dauert, das merkt man. Klar. Aber der Gedankengang des Benutzers wird noch nicht unterbrochen. Also ich will ja irgendwas machen, wenn ich mit der Software interagiere. Ne? Und ich klicke ja nicht, weil es mir Spaß macht, darauf zu klicken, sondern ich will ja irgendwas tun, vielleicht eine E-Mail schreiben, vielleicht irgendwelche Gedankengänge in meinem Kopf da irgendwie loswerden. Und wenn ich da mittendrin mehrmals unterbrochen werde, dann ist das natürlich für den Gedankengang hinderlich. Und bis eine Sekunde kann ich aber ungefähr so als Normalsterblicher meinen, werde ich noch nicht gestört. Das ist also noch okay. Nicht super, aber okay. Wenn es jetzt bis zu 10 Sekunden dauert, dann werden die Gedankengänge des Benutzers unterbrochen. Er schafft es aber gerade noch, seine Aufmerksamkeit auf dem Computer zu halten, auf dem Bildschirm sozusagen. Und alles, was länger ist, da dreht er sich um und fängt Pokémons oder irgendwie sowas. Also da ist der Gedankengang weg. Der Benutzer muss sich, nachdem das System vielleicht 20 Sekunden braucht, um auf irgendwas zu reagieren, muss der Benutzer nachher wieder sich reinfinden, okay, was wollte ich eigentlich machen, nachdem er da eine halbe Minute am Handy rumgespielt hat.
So, jetzt im Folgenden haben wir uns überlegt, wie analysiert man oder zeigt man, was bei so einem Enterprise Desktop eigentlich die User Experience in welcher Weise beeinflusst. Was wir gemacht haben hier ist, wir haben mit einer nackten Windows 10 Installation angefangen und geguckt, wie lange braucht die zum Starten. Also vom Knopfdrücken bis nicht nur der Desktop angezeigt wird, sondern der Rechner auch so weit fertig und sich so weit beruhigt hat, dass der Rechner tatsächlich auch reagiert, dass ich also zum Beispiel sofort Anwendungen starten könnte. So, wir haben also mit einer nackten Installation angefangen und die dann nach und nach so halbwegs in einen Enterprise-Desktop verwandelt. Wir haben also viele von den Komponenten, die ich am Anfang gezeigt hatte oder über gesprochen habe, haben wir nach und nach installiert und immer geguckt, was ist das für eine Veränderung. Und das zeigen wir, gehen wir jetzt einfach mal durch und gucken, wie es aussieht. Also hier nur kurz zum Überblick, was wir da genommen haben als Version. Also diese Tests und so haben wir im April gemacht. Damals die neueste Windows-Version, Windows 15.11 mit allen Patches. In einer Hyper-V-Maschine, 2 GB RAM statisch zugewiesen, das ist ja so für so einen einfacheren Desktop, glaube ich, halbwegs typisch, zumindest im VDI-Bereich, 2 virtuelle CPUs zugewiesen. Und wichtig jetzt zur Einschätzung, die VDX-Datei, die lag auf einer SSD und das war auch ziemlich schnell. So, dann haben wir halt, wie ich gerade sagte, halt alles nacheinander, also alle möglichen Änderungen vorgenommen, das und geguckt, was so passiert. So, erster Schritt, die Kiste bootet in 3,7 Sekunden und ist nach 3,7 Sekunden komplett fertig. Das hat natürlich von euch in der Praxis keiner, das weiß ich. Ist ja auch nur erstmal eine nackte Installation, aber das ist natürlich cool. Man drückt auf einen Knopf und ein paar Sekunden später, schon fertig. Ja. Und wir haben den Benutzer ja automatisch angemeldet mit so einem Auto-Admin-Logon, damit es nicht irgendwie eine zufällige Verzögerung gibt durch Rumtippen von Passwortgeschichten. So, ja, dann das allererste. Eine sehr schnelle SSD hat man im Durchschnitt unserer Erfahrung nach nicht zur Verfügung. Viele Unternehmen haben leider noch immer wirklich noch magnetische Festplatten im Einsatz. Selbst wenn man eine virtualisierte Umgebung, sein App, sein Desktop oder ähnliches hat, dann greift man zwar auf irgendeinen zentralen Speicher in vielen Fällen zu oder auch lokalen Speicher, vielleicht aus mehreren Platten, aber das sind oft auch nicht komplett SSDs und in vielen Fällen konkurrieren viele Systeme, viele VMs um die vorhandenen Ressourcen, sodass also selbst wenn ich sag mal, eine SSD habe, die 100.000 IOPS liefert, kriegt das nicht eine VM einzeln zugeordnet, sondern ich hab 10 VMs, die dann sich diese 100.000 IOPS teilen müssen. Deswegen haben wir einfach mal die IOPS, die der VM zur Verfügung stehen, limitiert einfach mal auf einen mehr oder weniger subjektiven gewählten Wert von 2.000. Das geht sehr schön mit einer Funktion von Hyper-V hier mit den Quality of Service Settings. Da in Hyper-V, das ist die Einstellung, die man da in den Hyper-V Eigenschaften vornehmen kann und dann hat die Kiste noch maximal 2.000 IOPS zur Verfügung. Das erhöht die Logon-Zeit, die Start- und Logon-Zeit mal ebenso um einen Faktor 10. Nur mal ebenso nochmal betont, dass schneller Speicher ganz interessant für die User Experience ist. Das, was irgendwie so in den Anfang der 2000er also ein cooler neuer Flatscreen war, das ist meiner Meinung nach seit ein paar Jahren die SSD. So, also das ist natürlich nicht so dolle. Als nächster Schritt haben wir dann die virtuelle Maschine zur Domäne hinzugefügt. Wir haben, haben einen Domänenbenutzer anschließend angemeldet, aber zunächst mal mit einem lokalen Benutzerprofil. Nur mal geguckt, Mitglied einer Domäne, macht das jetzt irgendwie viel aus? Und de facto, nein. Ist egal. Schön, wunderbar. Weiter. Als nächstes haben wir hatten ja mit den Domänen, mit der Domänenmitgliedschaft haben wir natürlich jetzt Gruppenrichtlinien zur Verfügung, haben jetzt erstmal eine konfiguriert und zwar eine, die wichtig ist, die aber potenziell eine Verzögerung mit sich bringt, nämlich hier, die heißt Always Wait for the Network, Add Computer Startup and Logon. Die Beschreibung ist nicht so ganz eindeutig, was sie tut, ist letztendlich, dass man den Rechner anweist, zu warten, bis die Gruppenrichtlinien vollkommen verarbeitet sind, bis dann die Anmeldung fortschreiten kann. Sollte im Unternehmensumfeld generell gesetzt sein, weil man ja als Administrator dem Benutzer eine kontrollierte Umgebung bieten will. Wenn der Desktop dann irgendwann da ist, sollten die Einstellungen auch schon angewendet worden sein. Wenn da hinterher noch irgendwie das Zeug kommt, dann kann das passieren, nicht nur theoretisch, auch praktisch, dass die erst nach der nächsten Anmelden wirklich ziehen. Und das sorgt für viel Verwirrung in der Praxis. Also, diese Einstellung setzen, aber wie wirkt sich jetzt auf die Performance aus? Interessanterweise kaum.
Das ist also eigentlich wesentlich weniger schlimm, als der Name es vermuten lassen würde. So, dann haben wir als nächstes dem Benutzer ein Roaming-Profile spendiert. Und zwar einfach eins mit einer so, ja, so halbwegs durchschnittlichen Größe, unserer Meinung nach. Und zwar ist nicht nur die eigentliche Dateigröße ja, oder Gesamtgröße des Roaming-Profiles interessant, in diesem Fall so ungefähr 44 Megabyte, sondern halt auch die Anzahl der Dateien, die ist in vielen Fällen, also gerade in diesem Szenario sogar wesentlich wichtiger, weil das Kopieren jeder einzelnen Datei, da muss der Client oder der Rechner ja mit dem File-Server reden und sagen, hallo, hier bin ich und kennst du die Datei? Ja, ich kenne dich und ich kenne die Datei auch noch und du bist auch authentifiziert. Ja, dann gib mir die Datei, ja, ich gebe es ja gleich und so weiter und so fort. Und das jetzt in diesem Fall 1881 Mal. Also hier den größten Einfluss auf die Dauer des Ladevorgangs des Roaming-Profiles ist definitiv die Anzahl der Dateien. Ich weiß natürlich, dass 43,5 Megabyte in der Praxis ja, fast schon lächerlich ist. Ihr werdet sicherlich alle Beispiele kennen, wo es um den Faktor vielleicht 100 bis 1000 größer ist, aber naja, das vielleicht mal so halbwegs, nur einfach mal ein Beispiel zu zeigen. So, und wir haben dem Benutzer ein Home Directory verpasst, das natürlich auch beim Anmelden gemappt wird auf den File-Server und der Effekt hier ist jetzt auch grundsätzlich erstmal gering. Das macht also nicht viel aus beim Start, beziehungsweise jetzt hier bei der Anmeldung. Allerdings ist es jetzt hier so, wir haben das Profil in der Standardeinstellung gelassen, das also nach der Abmeldung gecached auf dem Client bleibt. Und dann ist die zweite Anmeldung halt ziemlich schnell, der guckt, vergleicht nur so ein paar Zeitstempel lokal, die lokale Version des Profils mit der Version des Profils auf dem File-Server, sieht, es hat sich nichts geändert und ist er durch. Wenn wir was in zustandslosen Systemen wie ZenApp oder Pooled VDI, wenn da muss von der Maschine beim Abmelden das Profil gelöscht werden oder bei Pooled VDI wird die Maschine in vielen Fällen einfach zurückgesetzt, wenn das Profil vom Benutzer noch gar nicht da ist, muss natürlich bei jeder Anmeldung komplett geladen werden und das dauert natürlich mindestens ein paar Sekündchen. Okay, in Bezug auf Roaming-Profiles noch eine ganz interessante Sache, gerade im Zusammenhang mit Windows 10, weil Windows 10 natürlich ein aktuelles Thema ist und wir jetzt auch Windows 10 hier zum Testen verwendet haben. Generell ja, waren Roaming-Profiles zwar nicht die coolste aller Technologien, aber eine, die lange Jahre wenigstens halbwegs innerhalb bekannter Parameter und Rahmenbedingungen relativ problemlos funktioniert hat. Jetzt bei Windows 10 hat Microsoft es geschafft, da ein, ja, ich will gerade, wie ich es höflich formuliere, eine gewisse Inkompatibilität der eigenen Infrastruktur mit der eigenen Roaming-Profile-Technologie herzustellen. Auf gut Deutsch die Einstellung von UWP-Apps, Universal Windows Platform Apps, Roman nicht. Ja, ja, man kann mit der LTSB-Version, da kann man die raushauen dann. Man sollte allerdings nicht vergessen, auch das Startmenü ist eine UWP-App. Und dann die Kacheln da, wie man sich die angeordnet hat im Startmenü, die will man mitsichern und wiederherstellen. Und das ist ein Riesenthema, alleine schon wegen des Startmenüs. Das wird derzeit heiß diskutiert von diversen, alle möglichen Leute versuchen da rauszukriegen, wie es geht und hin und her. Soweit ich weiß, gibt es bislang keine einzige wirklich gute Lösung. Es gibt alle möglichen Hacks, aber das ist, ich finde es eigentlich persönlich unglaublich, dass Microsoft es geschafft hat, die Roaming-Profiles im Prinzip komplett kaputt zu machen durch diese neue beknackte App-Technologie. Und auch kein Alternativhersteller meiner Meinung nach, meines Wissens, hat eine Alternative, also kein Hersteller eines alternativen Profilmanagement-Produktes hat eine Alternative, die vernünftig funktioniert. Das sollte man also unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn man ein Windows 10-Projekt angeht. Wissen Sie, ob das auf Windows Server 2.16 mit Desktop Experience auch ein Problem ist? Ich vermute, ich weiß es nicht, aber ich vermute ja. Ja, dann, als nächstes haben wir dem Benutzer ein Logon-Skript verpasst. Logon-Skripts sind zwar nicht die coolste aller Technologien, aber nach unserer Erfahrung eine, die tatsächlich noch sehr weit verbreitet ist. Wenn man ein Logon-Skript hat, warum es abschaffen, zumal manchmal, ja, vielleicht gar nicht so selten, ist das Logon-Skript so ein riesen Verhau gewachsen, historisch gewachsen, wie man so schön sagt. Und der Typ, der das immer gemacht hat, der ist jetzt schon irgendwie drei Firmen weiter oder pensioniert oder alles zusammen.
Und da traut sich ja vielleicht keiner so wirklich dran. Also jedenfalls macht er so ein Ding, das macht er irgendwas und es klappt ja irgendwie halbwegs und ja, so lässt man es halt. Ne? So, also was in dem Logon-Skript haben wir mal ein paar kleinere Sachen konfiguriert, unter anderem ein NetUse. Und letztendlich, das Logon-Skript an sich hat keine große Auswirkung. Das NetUse klappt auch problemlos, solange der File-Server erreichbar ist. Wenn der File-Server jetzt nicht erreichbar ist, dann wird es spannend, dann hängt es davon ab, wie man das Mapping genau versucht herzustellen. Wenn man tatsächlich den NetUse-Befehl verwendet, dann liegt der Timeout anscheinend bei etwas über 2 Minuten. Nicht cool. Wenn man das über Group Policy Preferences macht, die haben einen anderen Timeout, das liegt in der Praxis bei 5 bis 7 Sekunden. Ist aber auch nicht schön, weil man meistens auch versucht, mehrere Mappings zu machen und wenn dann die Anmeldung um 20 Sekunden verzögert wird, das ist auch das, was man ganz eindeutig merkt als Endanwender. Ja, also kein fröhlicher Smiley hier. So, nächster Schritt. Da haben wir einfach mal 2 irgendwie rausgegriffene Security-Produkte installiert. Ich bin ja der Meinung, für fast jedes Problem auf diesem Planeten ist irgendwie ein Antivirus-Produkt zuständig. Leider ist das so, dass das nicht immer gilt. Vielleicht nur 99% aller Fälle. Hier war das eine andere Prozent. Also interessanterweise hat sich das auf die Startzeit des Systems jetzt nicht wesentlich ausgewirkt. Was man allerdings sich auch angucken sollte, ist zum Beispiel, wie schnell ist das Dateikopieren mit installiertem Virenscanner. Und das ist ja noch etwas, das, glaube ich, würde jeder dann denken, das zu testen. Aber was eher unbekannt ist, dass man sich auch Dateilöschen mal angucken sollte. Das kann durch einen Virenscanner oder andere Security-Produkte signifikant verlangsamt werden. Je nachdem auch, kann auch ein Unterschied sein, ob man es lokal oder auf dem File-Server macht. Also Windows 7 löscht locker, selbst mit einer magnetischen Festplatte, einige 100 Dateien pro Sekunde. Wenn man Explorer einfach einen Ordner markiert und auf Entfernen klickt, also richtig entfernen, nicht in den Papierkorb. Durch ein installiertes Security-Produkt kann das locker um den Faktor 10 langsamer werden. So auf durchaus bis 10, 20 Objekte pro Sekunde, oder also Dateien und Ordner. Und das ist langsam. Wenn ich einen Ordner mit 1000, 10.000 Dateien habe, was ja nichts Exotisches ist, dann kann ich da mehrere Minuten warten, gegebenenfalls. Nicht schön. Naja, aber das ist jetzt hier gar nicht so das Hauptthema gewesen. Ja, dann als nächstes, gerade bei VDI-Instanzen, da habe ich ja viele virtuelle Maschinen, die auf relativ wenigen CPUs laufen, auf Server-CPUs. Und was typischerweise gemacht wird, ist, dass dann ein Overcommit gemacht wird. Das heißt, dass ich also mehr virtuelle CPUs zuordne, als ich physische Kerne habe. So, dann können natürlich nicht alle Maschinen ihre virtuellen CPUs gleichzeitig nutzen, weil einfach nicht genug da sind. Und irgendeine Verlangsamung würde es vermutlich dadurch geben. Das haben wir hier einfach mal relativ einfach simuliert durch eine andere ganz nette Funktion von Hyper-V. Die heißt bei der CPU hier Resource Control. Und da kann ich sagen, wie viel Prozent des vorhandenen CPU-Kerns kriegt die VM maximal. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wenn die auf 50% limitieren, dann dürfte es wahrscheinlich geschätzt so einem Overcommit von 5 zu 1 in der Praxis entsprechen, vielleicht auch 6 oder 7 zu 1. Ist jetzt nur so ganz grob, kommt ja nicht auf die Nachkommastelle an. So, das hat interessanterweise auf die Startdauer relativ geringen Einfluss, aber wie wir ein bisschen später noch sehen, einen extrem großen Einfluss auf die Startzeit von Anwendungen. So, da haben wir eine ganze Reihe von Anwendungen installiert. Hat erstmal sich keinen signifikanten Einfluss. Dann einen ganzen Schwung von Runtimes hier, da ist AppV dabei, ist ein Flash-Player dabei, da ist ein Citrix Receiver dabei und noch ein paar andere. Das kombiniert verlangsamt die Startzeit deutlich. Gucken wir mal so ein bisschen wie, wo und warum. Das hier ist ein Graph, den kriegt man durch Über-Agent raus, der zeigt, während des Startvorgangs, welcher Prozess wie viele IOs auf der Festplatte erzeugt. Und zwar getrennt nach Schreiben, das ist gelb, und Lesen, das ist blau. Und man sieht jetzt hier, dass hier ein paar Prozesse hinzugekommen sind, wie AppV Streaming irgendwas, AppV Client irgendwas.
und natürlich noch ein paar andere, aber allein AppV fügt hier eine signifikante Menge von IOs hinzu. Wenn man hier so runterguckt, so ganz grob dieser eine Prozess, 2000 IOs, eine normale magnetische Festplatte schafft, wenn sie richtig gut drauf ist, knapp 200. Also alleine das würde 10 Sekunden Verzögerung bedeuten bei einer magnetischen Festplatte. So, dann im nächsten Schritt haben wir den Citrix VDA installiert. Das ist ja die Software von Citrix, die man haben muss, damit bei seinem Desktop oder bei seinen App ein Benutzer eine Verbindung dahin herstellen kann. Auch das beeinflusst die Startdauer negativ, denn der VDA, das ist ein ziemlich fettes Biest, was bei ZenApp noch egal ist. Da habe ich einen dicken Server mit vielen Benutzern und einmal ein VDA. Bei Zen Desktop habe ich viele relativ kleine VMs und muss den VDA jedes Mal da in jeder von denen installieren. Und das ist ein bisschen unschön. Da hätte Citrix meiner Meinung nach ein bisschen mehr auf Schlankheit achten können. Und also ein Beispiel, wenn der Desktop komplett gestartet ist, 5 Minuten nach der Anmeldung, so alles ganz hat sich beruhigt, braucht der VDA 200 MB RAM nur für sich. Und wenn die Maschine jetzt 2 GB hat, was relativ typisch ist, naja, also das so grob 10%. So, nicht ganz so dolle. Dann haben wir einen ganzen Schwung von GOP-Richtlinien-Einstellungen konfiguriert. Das hat interessanterweise den Lock-On extrem verlängert, und zwar um 47 Sekunden. Wie sich herausgestellt hat, war die Ursache dafür, also jetzt auch nicht so schön, die Ursache dafür war interessanterweise Office 2016. Keine Ahnung, wieso. Es kann auch irgendwie eine spezielle Konfiguration hier gewesen sein. Man muss dazu sagen, Office 2016 war hier in dieser Konstellation nicht aktiviert, war also nur installiert und ja, so, dann kann man jede zweite Mal starten und da wird der Bildschirm irgendwann schon ganz böse rot. Aber ja, ich habe das mehrmals Office 2016 deinstalliert, Fehler weg, wieder installiert, war wieder da. Komische Sache. Der Punkt, den man hier vielleicht mitnehmen sollte, ist nicht, dass Office 2016 irgendwie ein schlechtes Produkt ist, ist es vielleicht aus anderen Gründen, aber nicht hier deswegen, sondern eher, dass manchmal die Auswirkung von einer Konfigurationsänderung komplett an einer anderen Stelle zu suchen sein kann. Und dass man ja wirklich gründlich testen muss und ja. So, wenn wir uns diese ganzen Schritte jetzt mal zusammenstellen und gucken, wie sich welcher Schritt auf die Startdauer auswirkt, und zwar getrennt nach blau, das ist Main Path, das ist mehr oder weniger vom Start des Boot-Vorgangs, bis der Desktop zu sehen ist. Und dann Post-Boot, das ist die Phase, die startet, wenn der Desktop zu sehen ist, bis die Maschine sich so weit beruhigt hat, dass ich eigentlich als Anwender überhaupt arbeiten kann. Wenn wir also das angucken, hier die Basisinstallation, das alles 3,7 Sekunden gedauert, wir hatten eine schnelle SSD, Post-Boot-Phase gab es quasi gar nicht, so minimal ist die, also Desktop war da sofort einsatzbereit, alles cool. Ne? Dann hat also die Erhöhung der IOPS-Zahl, die Verringerung, Entschuldigung, auf 2000, hat dann den ersten signifikanten Anstieg gebracht, das war ja so grob Faktor 10, dann ist lange hier nichts Wesentliches passiert, das ist auch so im Rahmen der Messungenauigkeit hier, also das ist quasi, sollte man als quasi gleich betrachten. Und dann als nächstes haben wir diese ganzen Agenten installiert und AppV und Runtimes und hin und her. Das hat die nächste größere Erhöhung gebracht. Dann den Citrix VDA, hier auch nicht so toll, wie der sich hier bemerkbar macht in der Startdauer, und dann diesen Bug da, der durch Office 2016 in irgendeiner Weise hervorgerufen wurde mit der Anwendung der Gruppenrichtlinie. Ja, habe ich, aber also jetzt nicht auswendig parat, aber grundsätzlich ja, aber so von jedem etwas, also mal einen Registry-Wert gesetzt, mal irgendwie hier eine Policy, mal, also GPP und Policies gemischt, aber nichts Wildes, mal ein Shortcut hingelegt, einfach nur so ein bisschen, dass alles so ein bisschen tangiert wird. Das ist jetzt hier gesehen aus Sicht der Startzeit. Man kann sich natürlich auch angucken, wie sich die Anzahl der IOPS, die während des Bootvorgangs, oder nicht der IOPS, der IOs, die während des Bootvorgangs generiert werden, verändert. Da ist auch hier so alles im Rahmen der Messunggenauigkeit, also ganz grob 20.000 IOs insgesamt für den ganzen Startvorgang. Und auch hier bei den letzten 3-4 Schritten wird es dann heftiger, da steigt die Zahl da so, letztendlich verdoppelt sich dann insgesamt fast. So, und die Schlussfolgerung ist ja, wir haben eigentlich nichts Wildes gemacht. Also ganz popelige Konfigurationen und